kannst ja stattdessen Sauerstoff plus Not Gate. Aber da habe ich doch dasselbe Problem, wenn kurz nur so eine Blase vorbeikommt. Ich möchte halt nicht, dass das Tor immer wieder auf und zu geht. Ich hätte es halt gern fest offen oder fest zu. Für halt eine bestimmte Zeit. Habe ich sogar für jeden Kohlenstoff drin. So, die Flasche können wir mal manuell hier hochtragen. So, weg mit der Flasche. Stoff. So, jetzt noch meinen schön veredelten Kohlenstoff und dann können wir da runtergraben. Da ist noch Aluminiumerz und so weiter. Ich bin mit den Hatches nicht glücklich. Ist noch eingeengt. Wie viel sind denn da? Naja, wir kümmern uns irgendwann mal darum. Vielleicht stellen wir auch gleich auf so eine Pip-Farm um. Irgendwie. Wenn wir Erde erzeugen können. Erdblöcke. Aber ey, mir fehlt noch die Hitze dazu. Ehrlich, den mache ich jetzt manuell. Aluminiumerz, Kohlendioxid. So. Noch. So, jetzt graben wir nach unten und dann haben wir den Fisch. Geh lieber nach oben. Nur zur Sicherheit. So, fertig. Und tschüss, CO2. So, wir können auch ein bisschen mehr Gitterziegel reinbauen, damit die gesamte Basis ein bisschen luftdurchlässiger wird. Ist ja immer schön. Modern Problems require modern solutions. Einfach ein Loch. Das löst alles. Ich würde sogar noch ein paar Gitterziegel drüber bauen. Damit wir nicht Sachen verlieren. Wenn die irgendwas wegtragen wie Plastik oder sowas. Und ganz ehrlich, das unten brauchen wir nicht mehr. Das war es von früher. Der kann auch weg. So, sehr gut. Und wir sehen schon, wie das gesamte, obwohl es dauert noch ein bisschen, aber es sieht schon besser aus. Glaube ich.
Deckel ist fast frei. Gut, dann kümmern wir uns um die anderen 100 Probleme. Das hier zum Beispiel. Ja, es dauert immer noch. Klopp, klopp, klopp. Aber in den wenigsten nehmen sie die Röhre dahin. Wir müssen halt noch ein bisschen laufen, aber wir haben das Plastik dafür nicht. Nee, es reicht niemals. Könnten vielleicht bis darunter bauen, aber erstmal nicht. Die können diesen Weg dann nehmen, das reicht erstmal. Ich meine, wir, obwohl irgendwann müssten wir dahin. Allein schon wegen der Kohle, den Eisen und so weiter. Ich würde aber erstmal, hier wäre genug Rost derzeit. Sauerstoffversorgung ist erstmal stabil. Wir müssen bald eine andere Methode bauen, aber das geht erstmal für 60 Zyklen. Vielleicht auch mehr, vielleicht 90. Energie ist bald weg. Ich würde trotzdem gerne einen Turm nach oben bauen. Ich möchte wissen, was oben ist. Und so bauen wir. Und so bauen wir Babels Turm. Auf das Gott auf uns stolz sein wird. So. So, da kommt ja gar keiner. So, endlich. Sehr schön. Stimmt, wir haben immer noch Nahrungsmittelprobleme. Ich glaube, das sollte ich vorher angehen. Wir könnten aber den Glanztrecker noch nach unten werfen. Wir könnten mal kurz die gesamte Farm wegwerfen. Und dann bauen wir eine neue auf mit einer Düngemaschine. Ich glaube, das mache ich ganz schnell. So, tschüss Mehlholz. Jetzt wird's ernst. So, weg damit. Also, so eine Farm darf wie groß sein? Stall, Farm, Gewächshaus, da. 96 Felder. Bauen wir das zum Beispiel bis hier hin. Wir können auch zwei bauen, das ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Wenn wir hier sowas reinbauen, dann hätten wir mal das da bis dahin. Oh, die Maschine braucht auch Platz. Wollen wir die? Da. Nee. Da. 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 Ah, die braucht drei. Ist ja blöd. Ich kann die aber darunter stellen, dann geht's. Es sieht trotzdem blöd aus. Ich kann aber eins wegmachen und dann eine Leiter dahin klatschen. So. Dann machen wir das so. So. Und dann noch eine Farbe. Nochmal ein paar Acker. Das da. So, dann hätten wir Platz dafür. Das sind 30 Kacheln. Nochmal 30. 60. Ich wollte es da auch noch. Könnte ich drei Blöcke davon hinstellen? Warte. Obwohl, das würde bestimmt nicht passen. 3, 6. Oder vielleicht schon. Wir versuchen es mal. Wir können ein paar wegbauen. Wir brauchen nicht so viel Platz. Wenn wir das dahin bauen. Das dann so zubauen. Das so, so, so. Wir brauchen eigentlich isolierte Ziegel dafür. Der
ganz ehrlich, das da können wir wegbauen, das brauchen wir auch nicht mehr. Weg damit, kriegen wir ein bisschen Material zurück. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ganz ehrlich, ich mach zerlegen. Stromkabel. Weg damit. Und weg damit. Und weg auch damit. So, wie viel Platz haben wir hier? Hier haben wir 26. Ich rechne kurz im Taschenrechner mit. Also, 26 haben wir da oben. Das will ich nicht. So. Hier haben wir nochmal 26. Und da unten nochmal 26. Okay, das heißt 26 mal 3 plus... Es sind ja jetzt schon 104. Dann machen wir die hier kürzer um 2. Dann haben wir nur noch 22. Das sind 66 plus... Ja, Blödsinn. 66, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 8. 74, wir haben 96. Wenn wir da noch eine reinbauen. Das war falsch. Blop, 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 blop. Dann hätten wir nochmal 2, 4, 6 dazu. Plus 6 Stück. Habe ich mich komplett verrechnet? Was ist denn das? Können wir noch eine reinbauen? So, jetzt ist aber genug. Und den Ast können wir endlich mal entwurzeln. Der wächst sowieso nicht. Wir sind im Baum dort. So, dann sollte das doch passen. 26 mal 3. 78. Irgendwas habe ich da falsch gerechnet. Okay, dann machen wir das so. Perfekt. Dann machen wir da noch eine Leiter rein. Das können wir von mir aus isolieren. Was soll's. Das da auch. Machen wir mal den Spaß. Das unten könnt ihr erstmal lassen. Wir können von mir aus auch die Batterien da unten reinbauen oder sonst irgendwas. So, dann machen wir eine Gittertür. Der Puffklett kann da mal raus. So, und der Farm müssen jetzt mal alle mitarbeiten. Das ist wichtig. Und ich würde da unten eine Lücke lassen, damit da das CO2 raus kann. Die atmen ja auch. Jetzt verlieren wir ein bisschen Sauerstoff. Wegen der Farm. Mit der Zeit würde ich dann erstmal da einen Ziegel reinsetzen. Damit das nicht so ist. Gut, save. So, und das CO2 ist weg. Ist fast weg. Aber es sieht gut aus. Der Puffer hat angeschlagen. Da passiert nichts mehr. Die Toren sind wieder zu. Es ist sauber. War eine gute Idee. Bevor ich da wieder so einen riesigen Tank gebaut hätte. Also was heißt großen Tank?
Also ein Drucktank, in der ich wieder über 1000 Kilogramm CO2 hätte. Oder was waren 17.000? Irgendwas sowas. Bevor ich sowas wieder gebaut hätte, ist es besser, wenn ich das so habe. Und Godzilla, Dankeschön für den Follow. So, dann könnten wir... Zu wenig Ressourcen, Dünger. Ja, das haben wir gleich. So, den Kern nehmen wir schnell mit. Der kann mal dahin. So, dann bauen wir das hier auch mal zu. So. Jetzt ist es eine Farm. Genug Platz. Jetzt müssen wir nur noch die Dingens einpflanzen. Immer noch Mehlholz. Ein bisschen schade, aber... So, zu wenig Ressourcen, Dünger, Pflanzenfähigkeit, Dingensfähigkeit fehlt. Wer können wir denn da zuweisen? Landwirtschaft bräuchte mir jemand. Kerstin muss später Dingens machen. Der Koch? Der Koch hat ja nicht genug zu tun. Rabi hat eigentlich auch zu viel zu tun. Safdi auch. Wayfarer. Brauchen wir wegen Mechatronik. Ah, Ellie ist eigentlich auch wichtig. Landwirtschaft. Pflanzenfähige Spurenelementdünger. Dann macht sie erstmal Landwirtschaft noch dazu. Okay. Ellie darf Landwirtschaft machen. Das Aufräumen kommt erstmal wieder runter. So. So, und jetzt fehlt Ressourcen, Dünger fehlt. Anscheinend Materialien für die Konstruktion fehlen und das sind nicht erreichbar. Wir brauchen wahrscheinlich diesen Dünger, den wir normalerweise irgendwo finden. Hätte ich mal vorausschauen sollen. Ob wir den überhaupt haben. Okay. Dünger. Ich glaube, wir haben gar keinen. Das war organisch. Algen haben wir. Und auch mehr Algen. Und Schleim. Okay, können wir das nicht selber herstellen? Warte. Dünger. Düngerfabrikator, der braucht. Erde, Phosphorit. Ah, verschmutztes Wasser, das war's. Ernsthaft? Ist was anderes, das ist ein Düngerfabrikator. Ist ja Blödsinn, ich mach... Was ist denn mit mir? Ein Düngerfabrikator, der muss irgendwo sein. Ich glaube, unter Veredeln. Ja. Erde, Phosphorit und verschmutztes Wasser. Easy. Den bauen wir hier unten hin. Aus Gold. So, dann können wir ein bisschen von dem Schmutzwasser hier mitnehmen. Der geht dann hier durch, darüber, da rein. Blop, 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 blop. So. Blop. So, und das ist wichtig, deswegen schnell. Phosphorit haben wir sowieso 2 Tonnen. Erde haben wir noch ein bisschen. Könnte mehr sein, aber so ist es. Ich muss nächstes Mal unbedingt eine andere Methode zur Stromerzeugung finden. Mit Ethanol macht mir echt Probleme gleich. Nicht gleich, aber bald. Ich weiß nicht, wie viele Zyklen das noch hält.
So, ich bin dann erstmal weg. Danke für deinen Stream und schlaft alle gut. Ich bin auch gleich weg. Bis 0 Uhr. Danke schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir eine angenehme Ruhe. Ah, da kommt der Strom. Komplett vergessen. Plop, 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 plop. So, da pflanzen wir wieder ein. Sehr gut. So, jetzt geht das. So, da haben wir endlich unseren Dünger. Der braucht 10 Kilogramm, das haben wir aber gleich. So, fertig. Dünger ist eine verarbeitete Mischung biologischer Nährstoffe. Er unterstützt das Wachstum bestimmter Pflanzen. So, da haben wir unseren Dünger. Die Pflanzen wachsen wieder. Jetzt muss nur noch unser Farmer das fertig machen. So, das können wir auch weggraben, damit die da weitergraben können. Hier, Ellie ist unser Farmer. Oder Farmerin. Wie man will. Die haben sowieso als Geschlecht. Wo war das? Doch, die hat weh. Wir hatten letztes Mal was anderes. Wir können mal durchschauen. Nikolaus ist M. Okay. M. X. Da haben wir es. Okay. Und Dreckos? Gar nichts. Ja, und das müssen wir aufwischen. So, das ist wieder ein Temperaturproblem. Wäre nicht schlecht, wenn wir das unten auch noch isolieren. Bis auf das da. Ja, jetzt verlieren wir wieder Atmosphäre. Ich würde das trotzdem noch reinbauen. Dann schauen wir ja irgendwann mal rein, wie hoch wir, wann wir hochkommen. Wir müssen erstmal die Stromversorgung stabilisieren. Und dazu können wir die Erdgasgeysire oder Schlote nutzen. Ach, da meinte ich wieder. Ja, der arbeitet da jetzt ein bisschen. Das Granit kann erstmal dahin, das Obsidian kann erstmal dahin. Das Granit kann dahin. Ich hätte gerne noch einen Schalter für den. Obwohl, ich glaube, ein Drucksensor wäre besser. Ein Atmosensor, da haben wir es. Ja, da. Der will ja nicht so kleine Restmengen weghaut an Erdgas und das nur stört. So, wir können das erstmal abtrennen, damit er nicht mehr Strom kostet. Und das müssen wir alles mal hier aufwischen. So, Ellie baut erstmal. Dabei soll sie doch sich um die Farm kümmern. Landwirtschaft ist ganz oben. Die ist aber hier unten. Was macht sie denn? Bauzulieferung. Produktionsversorgung für Steinbrecher. Lagert Rost ein. Standard.
Wahrscheinlich konkurriert das da damit. Produktionsversorgung. Liefert. Okay, liefert das. Lagert Erde ein. Das ist ein bisschen problematisch. Mag die sich nicht um die Farm kümmern? Da ist sie von der Prio ganz oben. Merkwürdig. Dann deaktiviere ich erstmal das. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Lagert Rost ein. Lagert Rost ein. Hä? Das nervt mich irgendwie jetzt an der Prio-Liste. Okay, wenn wir das deaktivieren, wischen. Schutzanzug koppeln. Landwirtschaft will sie nicht. Der Behälter vielleicht. Wir haben aber gar nichts auf kritisch. Der ist fertig. Der benötigt nur noch Bedienung. Aufträge. Keine Aufträge. Die sind noch nicht gemacht. Vielleicht wird es von Ruby weggearbeitet. Ruby, was macht denn Ruby gerade? Er macht Viehzucht, lagert Kohle ein. Ich möchte, dass das hier bedient wird. Und der einzige, also die einzige Person, die das ja bedienen kann, ist ja die, die Pflanzenpflege machen können. Und Pflanzenpflege hat ja Ellie drin. Hier. Ist die einzige, die das kann. Und da ist Landwirtschaft ganz oben. Oder ist es was anderes? Eigentlich ist es ja eigentlich Landwirtschaft. Vielleicht fällt der Bedienung dazu. Produktionsversorgung. Standard. Phosphor. Haben wir genug. Wir haben derzeit 2,7 Tonnen. Und da drin liegt derzeit der Dünger drin. Phosphor muss, glaube ich, sowieso nur da runter. Da ist er schon drin. Ja, wir haben genug. Dünger ist schon drin. Es ist alles bereit. Die machen es aber nicht. Halt nehme ich auf jeden Fall. Ich mache mal auf kritisch. Mal sehen, was passiert. Essen. Produktionsversorgung für Dingens. Ich stelle das mal wieder auf normal. Ist der Raum auch eine Farm? Ja. Ja, Gewächshaus. Die können auch rein. Wir schauen mal, wenn sie wieder aufsteht. Vielleicht muss ich speichern und neu laden. Manchmal passiert sowas. Wir hatten sowas ja hier bei der Farm. Dass die auf einmal nicht mehr versorgt wurde. Jetzt geht sie duschen. Lagert Aluminiumerz ein. Ich speichere mal kurz. Wir machen sowieso jetzt eigentlich Schluss. Ist ja 0 Uhr. Ich lade nur noch mal kurz und dann sehen wir mal, das, was er ausgewirkt hat. Das ist unverständlich für mich gerade. So. Ich hoffe, das repariert es, weil das ist wirklich ärgerlich gerade. Wir sind gerade sowieso echt knapp. Wir können natürlich ein paar Hedges opfern. Das ist kein Problem. Aber trotzdem. Lagert Schmutzwurzel ein. Okay. Ich verstehe es nicht.
Oder können Mehlwürmer. Warte, es können? Warte, das steht ja nicht drin, oder? Mehlholz. Mehlholz kann gar nicht verbessert werden. War das schon immer so? Ja, kein Wunder, dass sie es nicht macht, wenn es keinen Nutzen dafür gibt gerade. Mehlholz steht nicht drin. Oh, das ist schlecht. Okay. Okay. Was nehme ich dann als Pflanze? wir könnten Pilze züchten, aber das braucht CO2. Okay, aber wir haben es herausgefunden, es liegt am Mehlholz. Da kann ich das wieder runterstellen. Okay. Wieder was gelernt. Eine weitere Herausforderung das nächste Mal. Okay. Dann speichere ich jetzt. Ist sowieso nach Mitternacht. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr alle da wart.